Einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Deutschlands. Der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum, die ist so immens wichtig. Der Tod einer jungen Polizeibeamtin in Heilbronn erschüttert nicht nur ihre Kollegen. Sie wollte eine gute Polizistin sein und sich einsetzen. Und sie wurde in einer der härtesten Einheiten eingesetzt. Viele Dinge, die mit der Polizei zusammenhängen, sind einfach nicht klar an dem Tag. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? Ich bin Journalist. Es gibt da zu viele Ungereimtheiten. Es passt alles nicht zusammen. Sind die beiden Toten, die am Freitag in Eisenach in einem Wohnmobil gefunden wurden, die Mörder der Heilbronner Polizistin? Der Fall Michelle Kiesewetter passt eigentlich überhaupt nicht in die in München angeklagte Mordserie des NSU. Die ersten verwackelten Bilder vom Tatort. Eben starb hier ein Mensch. Es ist der 25. April 2007 in Heilbronn. Das allererste war der Eindruck vor Ort beim Anblick der blutüberströmten Kollegin. Das wird man nie vergessen. Vor Kripo-Chef Volker Rittenauer liegt die junge Polizistin Michelle Kiesewetter. Sie hatte wie er am Morgen ihren Dienst begonnen. Nur wenige wussten, dass sie und ihr Kollege an diesem Tag Dienst haben. Keiner wusste, wie die Besatzung der Streife aussieht. Und das ist eben wieder etwas, wo ich immer wieder frage, warum, warum? Und was ist da der Hintergrund? Und diese Fragen sind bis heute ungeklärt. Der 22-Jährigen wurde in den Kopf geschossen. Ihr Kollege überlebt schwer verletzt. Die Dienstpistolen der beiden fehlen. Die ersten Journalisten vor Ort sind Polizeireporter Helmut Buchholz und sein Fotograf. Ich bin praktisch direkt an das Auto hingelaufen. Ja. Und ich kannte den Revierleiter, weiß ich noch von damals. Du warst direkt am Auto? Ja. Ich war direkt am Auto. Okay. Und wir haben uns dann begrüßt und so. Und ich weiß noch, wie es heute ist. Das Erste, was er gesagt hat, Herr Buchholz, schöne Scheiße. Große Scheiße. Das war das Erste, was er gesagt hat. Ja. Ich habe mich dann hier frei bewegt, aber es war hier so viel Chaos. Die waren sich total uneinig. Was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir tun? Die haben dann irgendwelche Befehle rausgegeben. Geh mal du da absperren. Was soll ich machen, hat einer gefragt. Also völliges Durcheinander. Schießerei in Heilbronn. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. In Oberweißbach weiß noch niemand, dass die ermordete Polizistin Michelle Kiesewetter ist. Sie wuchs hier in Thüringen auf. Pastorin Beate Kopf überbringt der Mutter die Todesnachricht. Dann haben wir uns halt getroffen, der Bürgermeister und Vertreter von der Polizei, und sind den Weg gegangen, eben zur, dem Fall Mutti von der Michelle. Und da werde ich auch nie vergessen, als wir da geklingelt haben. Und der erste Satz der Mutti war, also doch, Michelle. Auch sie hatte Nachrichten gehört und hatte halt versucht, ihre Tochter zu erreichen, nicht erreicht. Aus einem Bauchgefühl heraus, das sind Mütter. Wenige Tage später in Böblingen. An Michelle Kiesewetters Polizeikaserne beginnt der Trauerzug. Wir sind schweigend durch Böblingen Straßen gelaufen. Jeder hat sich eigentlich bloß angeguckt, hat sich angeschaut. Und das Bild von der Michelle Kiesewetter ist ja von Polizeibeamten vorne getragen worden. Mit dabei Clemens Binninger, selbst einmal Polizist. Alles stand still, die Autos haben angehalten, als man mit dem Trauermarsch da vorbeilief. War eine sehr bedrückende Atmosphäre. Ich habe die Stadt Böblingen noch nie so ruhig erlebt. Die Trauerrede hält Innenminister Heribert Rech. Michelle Kiesewetter hat diesen Dienst für die Sicherheit von uns allen mit ihrem Leben bezahlt. Und sie trug eine Schutzweste, ebenso wie ihr Kollege. Aber beiden wurde keine Chance eingeräumt, ihr Leben zu verteidigen. Anja Wittig war Freundin und Vertraute und die Lebenspartnerin von Michelle Kiesewetters Onkel.
Zum einen wollte Michelle einen Beruf ergreifen, wo sie Menschen helfen kann, verbunden, aber auch mit einer gewissen Abwechslung in den Tätigkeiten. So ein Polizeiberuf, den hat sie für sich als immer geeignet empfunden. Schon mit 15 will sie Polizistin werden. Großes Vorbild, ihr Onkel. Er ist Staatsschützer bei der Kripo. Auch seine Freundin Anja Wittig ist Polizistin. Die eigene Thüringer Behörde aber will sie ihr nicht empfehlen. Man bekommt ja auch im Dienst mit, wie teilweise mit Kollegen umgegangen wird, mit kritischen Kollegen umgegangen wird, mit Kollegen umgegangen wird, die noch ermitteln wollen, irgendwas bewegen wollen. Wir wollten das dem Mädchen nicht zumuten und haben ihr deshalb geraten, sich in anderen Bundesländern zu bewerben. Michelle Kiesewetter bewirbt sich in Hamburg und auch in Baden-Württemberg. An der Polizeischule in Biberach wird sie angenommen. Sie ist ein Mensch gewesen, der sehr geradlinig eigentlich immer für alles versucht hat einzustehen und dann gesagt hat, ich will Polizistin werden, um eben bestimmte Dinge, die nicht geradlinig laufen, wo es ungerecht zugeht, eigentlich zu bekämpfen. 2003 beginnt sie ihre Ausbildung zur Polizistin. Wir sind jetzt in diesem Lehrsaal 103. Dies war der Lehrsaal, wo die Klasse, in welcher die Michelle Kiesewetter im Unterricht war, unterrichtet wurde. Zum Schulbeginn wird ein Klassenfoto gemacht. Das ist Tradition. Die Schüler tragen zum ersten Mal ihre Polizeiuniform. Michelle Kiesewetter ist 18. 2,5 Jahre dauert die Ausbildung hier in Biberach. Sie war begeistert, es fielen auch teilweise so Worte, endlich mal ein bisschen Action. Also sie hat sich auch gefreut, mal später nach der Ausbildung in Einsätze gehen zu können. Also es war schon ihr Leben. Ein Einsatz kostet sie das Leben. Michelle Kiesewetter stirbt mitten unter Menschen. Es ist ein öffentlicher Platz. Hier parken Autos von den Berufsschülern. Hier führt ein Fahrradweg vorbei, der Zug fährt vorbei. Da hinten ist das Stellwerk von der Bahn. Da hinten wurde das Maifest aufgebaut. Man hörte noch dieses Klopfen von Hämmern und anderem Werkzeug. Also es war hier Publikum en masse da. Und das Ganze kam einem schon fast vor wie so eine Bühne, also wie so ein Servierteller. Ein Fahrradfahrer ruft die Polizei. Die ist kurz danach auf der Heilbronner Theresienwiese. Ralf Seidel fotografiert den nur notdürftig mit einem Flatterband abgesperrten Tatort. Ich sag mal, eine Stunde oder eineinhalb Stunden lang war die Absperrung direkt am Tatfahrzeug praktisch, relativ nah an der Frau Kiesewetter aufgespannt. Von überall her kommen Polizisten. Die Theresienwiese wird teilweise zum zentralen Sammelpunkt für anrückende Einheiten. Die Fotos zeigen eine chaotische Situation, die Kriminologe Thomas Feltes kritisiert. Möglichst weit abzusperren, dafür zu sorgen, dass eben Personen nicht dort Zugang haben, die möglicherweise Spurenbilder beeinträchtigen können. Alles das ist nicht gemacht worden. Auch Mitglieder der Einheit von Michelle Kiesewetter kommen auf die Theresienwiese. Der Radiojournalist Thomas Moser ist dabei, als sie 8 Jahre später vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart aussagen. Die Polizisten sollen über den Mordtag erzählen und reagieren seltsam. Schmallippig, wenig sagen, konservativ antworten, als ob man ein schlechtes Gewissen hat. Also alles andere als aufklärungsinteressiert, eher das Gegenteil. Eher weniger sagen als mehr sagen. Und das ist eigenartig, als ob sie was zu verbergen hätten. Im September 2005 wird Michelle Kiesewetter als Einsatzbeamtin bei der Bereitschaftspolizei in Böblingen eingestellt, wohnt zunächst in der Polizeikaserne. Nun gehört sie zum Zug der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, der BFE 523. Ihr Chef ist Thomas B., ein Mann mit Vergangenheit. Bilder aus seiner Zeit beim SEK. Der Elite-Polizist lässt sich mit Kameraden einheitlich tätowieren. Der Sensenmann ist ihr Maskottchen. Nach einem Gewaltskandal muss Thomas B. das SEK verlassen, kommt zur BFE. Auch in dieser Einheit gibt es Vorfälle. Es gibt Notizen, es gibt Anzeigen darüber, dass einzelne Beamte mit rechtsextremen Äußerungen aufgefallen sind. Es gab einen Vorfall, als sich die Beamten kollektiv Glatzen geschnitten haben. Die Beamten haben auch szenetypische
Kleidung getragen, die eigentlich nur von Rechtsextremen genutzt werden. Tumilan Selvakumaran arbeitet für das Tagblatt in Schwäbisch Hall und recherchiert, dass Polizisten aus der Böblinger Bereitschaftspolizei hier beim rassistischen Ku Klux Klan Mitglied waren. Auch sie müssen vor den Stuttgarter NSU-Untersuchungsausschuss. Dort präsentiert sich Polizist Timo H. seriös, mit Vollbart im schicken Anzug. In den Ku Klux Klan aufgenommen, wurde er in einer Burgruine bei Schwäbisch Hall. Die Clansleute haben sich hier getroffen. Sie haben hier ein Feuer entzündet. Sie haben ihre Clan-Kutten angezogen, diese typischen weißen Kutten mit spitzen Kapuzen über den Kopf. Dann haben sie sich im Kreis aufgestellt, verschiedene Bibelzitate vorgelesen. Und man muss sich auch vorstellen, Polizeibeamten aus Baden-Württemberg lassen sich in Zivil die Augen verbinden, dann in einem Auto auf eine Burgruine fahren, wo brennende Kreuze waren, und haben dann mit ihrem Blut unterschrieben, was sie alles im KKK, die Regeln einhalten würden. Also für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Die Zeit im Ku Klux Klan schadet Timo H. kaum. Sie wird polizeiintern lange verschwiegen. Am 25. April 2007 fährt er als Chef mit Kollegen und Michelle Kiesewetter in den Einsatz. Für sie ist es nicht leicht, sich in der Einheit zu behaupten. In dieser Männereinheit war sie eine der Frauen, die sich bewähren musste unter Männern. Und sie wurde im Grunde vorgeschickt, sie wurde verheizt. Die BFE 523 wird immer wieder von der Polizei Heilbronn angefordert. Michelle Kiesewetter wird hier als NÖP eingesetzt, als nicht offen ermittelnde Beamtin. Ich war auch NÖP in meiner Zeit als Rauschgiftfahnder. Das ist gang und gäbe. Anders geht es nicht. Im Sommer 2006 ist Michelle Kiesewetter in Bad Friedrichshall unterwegs. Sie soll Heroin kaufen. Also jetzt stehen wir hier am Kreisverkehr, wo ich mich das erste Mal mit der Michelle Kiesewetter getroffen habe. Ich habe hier vorne am Kreisverkehr auf sie gewartet. Den Kontakt hat eine Freundin der Dealerin hergestellt. Die begleitet Michelle Kiesewetter zum Treffpunkt. Und ich bin dann ins Auto eingestiegen. Die Michelle hat sich auch als Michelle vorgestellt. Und ich habe dann gefragt, was sie wollen. Und dann habe ich ihr 3,5 Gramm Heroin übergeben. Sie hat mir 250 Euro gegeben und hat es dann mit der Freundin zusammen auch probiert. Und ich bin dann ausgestiegen und es war okay und dann ist sie wieder gefahren. Die hat auf mich den Eindruck gemacht, dass sie schon truff ist. Also, dass sie schon abhängig ist, vor allem, weil sie dann halt auch mit der Freundin zusammen das probiert hat. Bei einem zweiten Treffen stürmt die Polizei. Die Dealerin wird verurteilt, auch aufgrund der schriftlichen Zeugenaussage von Michelle Kiesewetter. Die verdeckten Einsätze verschaffen ihr Respekt bei den Kollegen. Das hatte ich mit, soweit ich das noch beurteilen kann, mit großer Professionalität und mit einem unglaublichen Geschick, sich in eine Rolle zu begeben, gestaltet. Noch nicht einmal 2 Jahre nach der Polizeischule ermittelt Michelle Kiesewetter verdeckt im Drogenmilieu, ohne spezielle Ausbildung. Immer wieder wird sie Lockvogel. Einer Freundin berichtet sie, sie habe von Russen Koks im Kilobereich kaufen sollen. Bei einer gewissen Person, die recht groß im Geschäft war, hätte sie sehr große Mengen bestellt. Ob die dann letztendlich übergeben wurden, das weiß ich nicht genau. Große Angst habe Michelle gehabt, als Polizeibeamtin erkannt zu werden, so schildert eine andere Freundin den Ermittlern. Sie habe stark abgenommen und raus aus ihrer Einheit gewollt. Die haben mit denen gemacht, was nötig war, aber nicht geguckt, was Fürsorgepflicht ist. Und so hatte sie selbst Angst und fühlte sich beschattet. Und es gibt Hinweise, dass sie eine Tage zuvor beschattet worden sei. Auch am 25. April 2007 ist Michelle Kiesewetter wieder in Heilbronn, diesmal in Uniform. Also die Aufgabe war nichts anderes als Sicherheits- und Ordnungsdienst, wenn Sie mit Personal. Sie sind bestreift worden, die Gebiete, die sind unterwegs gewesen im Fahrzeug, die haben Kontrollen gemacht von entsprechenden Klientel, von Personen. Hier im Heilbronner Polizeirevier findet die Dienstbesprechung zur Aktion Sichere City statt. In der sollen die Bereitschaftspolizisten aus Böblingen Drogen- und Trinkermilieu kontrollieren. Michelle Kiesewetter ist mit ihrem Streifenwagen unterwegs, andere Kollegen in Zivil. Also jeden Tag waren eigentlich Unterstützungskräfte in Heilbronn. Meistens so 6 bis maximal 10 Kräfte. An dem Tag waren 15 Kräfte da. Warum?
So viel Polizeibeamte an dem Tag in Heilbronn. Und warum fahren Michelle Kiesewetter und ihr Kollege direkt vom Präsidium zur Theresienwiese? Angeblich, um dort Pause zu machen. Aber den Ort kennt kaum ein Polizist als Pausenplatz. Hatten Sie einen Auftrag? Die Täter kamen zeitgleich von hinten. Und hier gibt es eine gute Möglichkeit, sich zu verstecken. Ein Täter kam links des Autos und schoss auf Michelle Kiesewetter in den Kopf. Sie war sofort tot. Der andere Täter hat auf Martin Arnold geschossen. Martin Arnold muss kurz vor der Schussabgabe seinen Kopf nach rechts gedreht haben. Das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Nach den Schüssen tauchen am Tatort auch Mitglieder der Bereitschaftspolizei auf, die nicht in Heilbronn im Einsatz sind. Von zu Hause seien sie herbeigeeilt, so sagen sie. Man sieht sie hektisch telefonieren. Auch Michelle Kiesewetters Chef Thomas B. ist da. Beim Fahrradfahren sei er gewesen, nach einem Anruf dann nach Hause unter die Dusche und schnell hergerast. In 0,nichts war er da, so Kollegen. Die wundern sich, wie er das gemacht hat. Er stand vor der Leiche seiner Kollegin und dann macht er was Kurioses. Er packt sein Handy, wählt die Nummer von Michelle Kiesewetter, wohl wissend, dass die Person vor ihm liegt. Warum ruft er an? Um das Handy zu suchen? Michelle Kiesewetters Telefon wird später bei den Asservaten gefunden. Es ist aus. Der Akku beschädigt. Im Stuttgarter NSU-Untersuchungsausschuss wird Thomas B. in geheimer Sitzung vernommen. Er hatte sie auf ihrem Handy angerufen, 1,5 Stunden nachdem er von ihrem Tod erfahren hatte. Doch auch daran kann er sich nicht mehr erinnern. Der Mord an Michelle Kiesewetter, eine Häufung von Zufällen und Erinnerungslücken. Im Untersuchungsausschuss wird bekannt, dass Spezialeinheiten auffallend schnell in Heilbronn sind. Die Hintergründe bleiben auch hier im Dunkeln. Warum ist der sonst so belebte Parkplatz auf der Theresienwiese an jenem Tag wie leer geräumt, mit freier Sicht auf den Streifenwagen? Vom Stellwerk aus gab es Observationen. Wirklich erst in den Tagen danach, wie es in den Akten steht? Machte Michelle Kiesewetter wirklich nur Pause? Oder hat sie jemand genau dorthin bestellt? Das fragt sich auch der Journalist Rainer Nübel. Man hört auch teilweise von Leuten, die im Verfassungsschutz tätig waren, dass zuweilen auch Polizeistreifen eingesetzt werden, ohne dass die Beamten es wissen, um, wenn man mit V-Leuten zum Beispiel sich unterreden möchte, eine gewisse Ruhe zu haben. Das heißt, wenn ich ein Terrain habe und ich möchte das von der Öffentlichkeit eher ein bisschen abgeschirmt habe, dann drapiert man da eine Streife hin. Zeugen der Tat gibt es nicht, jedoch für das Geschehen unmittelbar danach. Jamil Schehade sieht von Weitem den Streifenwagen mit geöffneten Türen auf der Theresienwiese stehen, als ein Auto herbeirast. In diesem Moment ist ein Auto von hier reingefahren. Also von hier, so ist es rein, so bis zum hinter der Travo, nicht vor, sondern hinter der Travo ist es geparkt, schnell gedreht und dann wieder zurück und dann von hier ist wieder. Ein Fluchtwagen? Er läuft weiter. Hier waren die Leute da gestanden, so Mann, alte Mann, Frau, noch 3 Männer, einer mit Fahrrad und noch eine Frau. Die haben hier alle gestanden und an der Polizeiauto von hier geschaut hat. Die sind nicht nahe gekommen. Und ich bin trotzdem weitergelaufen. Jamil Schehade sieht jetzt die Polizisten im Blut liegen, will die Polizei rufen. Da kommt sie auf den Platz gefahren. Sind Polizisten sofort ausgestiegen und haben gesagt, ich soll weg. Und dann sind sie hochgegangen und haben gesagt, die Leute sollen auch weg. Ich habe der Dame gesagt, soll, das war eine Dame, Frau, soll halt uns oder die Leute befragen, nicht wegschicken. Nein, gehen Sie. Also okay, bin ich halt weggegangen. Die anderen möglichen Zeugen tauchen nie wieder auf. Schehade meldet sich später selbst bei der Polizei. Wir wissen, dass das, was ich in den Minuten oder maximal 1 bis 2 Stunden nach einer solchen Tat an Zeugenaussagen bekommen kann, das ist ganz schwierig später nachträglich zu ermitteln. Und auch das ist nicht gemacht worden. Es ist Freitag, der 27. April. Stattdessen observiert die Polizei den Platz vor der Kirche, in der die Trauerfeier für Michelle Kiesewetter stattfindet. Männliche Person steht an der Eingangstreppe zur Kirche, bringt
aus einer Dose eine Flüssigkeit. Der Radiojournalist Thomas Moser beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zeugen von Heilbronn. Mehrere sahen blutverschmierte Männer. Die Brücke, die wir da vorne sehen, zeichne ich mal hier ein. Und hier in diesem Quadrat ist die Theresienwiese. Hier nördlich des Trafohäuschen stand der PKW, 13.58 Uhr. Sollen die Schüsse gefallen sein. Und ungefähr um 14 Uhr kam eine Zeugin angefahren in diese Richtung, stand hier an der Ampel und sah hier einen Mann, einen blutverschmierten Mann, in Trippelschritten anrennen, der dann in ein wartendes Auto stieg. Thomas Moser stellt die Szene nach. So könnte es gewesen sein. Nach den Angaben der Zeugin wird später ein Phantombild gezeichnet. Offiziell veröffentlicht wird es nie. Ein paar hundert Meter weiter, die nächste Beobachtung. Ein Fahrradfahrer sieht einen Mann seine blutverschmierten Hände im Neckar waschen. Er hat es genau beobachtet und er hatte den Eindruck, dass die Begleiter von dem, der sich die Hände wusch, ihn abgeschirmt hätten. Also er war ganz nah bei ihnen. Er hat dann sogar noch gefragt, ist was, kann ich Ihnen helfen? Und bei diesem Mann habe ich gesehen, ihm seine Hände sind rot. Ein weiterer flüchtender Mann in einem Park. Ein türkisches Ehepaar beobachtet ihn. Die Zeugen, die diese blutverschmierten Männer gesehen haben, in Tatortnähe, kurz nach der Tat, haben ja auch Phantombilder abgegeben. Deshalb war die Frage, soll man damit in die Öffentlichkeit gehen, was die Staatsanwaltschaft in Heilbronn abgelehnt hat. Der staatsanwaltschaftliche Gedanke von Heilbronn, letztlich auch meiner, war, wir können nicht nach einer Person fahnden, der verdächtig ist an diesem schrecklichen Mord und dem versuchten Mord an dem Polizeibeamten beteiligt gewesen zu sein. Da laufen wir Gefahr, möglicherweise vollkommen unschuldige Personen, die zufällig Nasenbluten hatten oder eilig unterwegs waren, in aller Öffentlichkeit nach denen zu fahnden. Den Zeugen traut man nicht. Dann wenige Wochen später die DNA einer sogenannten unbekannten weiblichen Person. Es war neu sensationell, dass an dem Fahrzeug eine DNA-Spur gefunden worden ist, die schon mehrfach in unserer Kartei aufgetaucht war. Wir hoffen, dass wir inzwischen einen Durchbruch haben, dass wir eine Spur nun gefunden haben, die uns entscheidend weiterführen kann. Das war auch meine Hoffnung. Wir hatten eine DNA-Spur und es gibt, was Beweismittel anbelangt, eigentlich nichts Sichereres als DNA-Spuren. Die SOKO ermittelt nun hauptsächlich in Richtung DNA. 40 Tatorte sind es zum Schluss. Die Spur der vermeintlichen Täterin zieht sich durch ganz Deutschland. Nach zwei Raubmorden hinterlässt sie weitere Hinweise. Eine Drogenspritze in der Eifel, im selben Jahr einen Keks. Vor allem wurden die Treffer abstrus. Es waren keine Delikte aus der Vergangenheit mehr, sondern es waren Gartenhausaufbrüche, Kioskaufbrüche, Schwerpunkt Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Heilbronn, wo man sich gefragt hat, was ist das für eine Täterin? Haben wir sowas schon mal gesehen? Die Ermittler folgen zwei Jahre lang dieser Spur. Dann kommt heraus, die Wattestäbchen der Spurensicherer sind verunreinigt. Die DNA stammt von einer Mitarbeiterin des Herstellers. Wenn die so ein Wattestäbchen nehmen und die Spur aufnehmen, nehmen die immer noch ein zweites Wattestäbchen, ohne die Spur gesichert zu haben, aus der gleichen Kiste sozusagen, das Spurensicherungswattestäbchen. Und dann werden beide untersucht. Und wenn auf beiden Wattestäbchen diese DNA-Spur, dieser DNA-Treffer gewesen wäre, hätte man gewusst, okay, das kann nicht sein. Ja. Nur das LKA hat immer behauptet, dass dieses Sicherheitswattestäbchen, dass es immer sauber gewesen ist. Ich kann das bis heute noch nicht glauben, weil das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann einerseits sagen, das ist tatsächlich absichtlich geschehen, um zu erreichen, dass die Polizei in eine bestimmte Richtung nicht ermittelt oder eben doch ermittelt. Oder man kann sagen, es ist Schlamperei gewesen. Da ist immer dann die Grenze zu der Verschwörungstheorie sehr eng. Und da bin ich als Wissenschaftler immer ein bisschen vorsichtig.
und würde eher sagen, aufklären, aufklären. Die Leute sollen, deutsch gesagt, die Hose runterlassen und sagen, was sie gemacht haben und warum sie das gemacht haben. Doch beinahe alle angefragten Polizisten sagen ab für Interviews. Der damalige SOKO-Leiter lehrt mittlerweile an der Polizeihochschule. Als er das Phantom suchte, stand er immer wieder vor Kameras. Jetzt will er das nicht mehr. Facettenreich sei die damalige Tätigkeit gewesen, antwortet er in einer E-Mail. Aber er habe inzwischen Abstand gewonnen. Zwei weitere Jahre vergehen, ohne dass der Fall gelöst wird. Bis zum 4. November 2011 und dem sogenannten NSU. Am Freitag in Eisenach ein brennendes Wohnmobil, darin die Leichen zweier Männer. Sie sollen kurz zuvor eine Bank überfallen haben. Plötzlich sind die Dienstpistolen von Michel Kiesewetter und ihrem Kollegen wieder da. Unter Führung von Polizeidirektor Michael Menzel werden sie im Wohnmobil gefunden. Er ist bekannt dafür, komplizierte Kriminalfälle innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Hier hat alles seinen Anfang genommen. Ich denke mal, wenn man hier nicht die Täter hätte feststellen können, wäre vielleicht das eine oder andere schwieriger gewesen aufzuklären. Michael Menzels Vorgehen war Thema mehrerer Untersuchungsausschüsse. Er betrat als erster den Tatort. Also die Gerichtsmedizin wurde nicht mal richtig reingelassen. Man hat einen Notarzt, der zunächst an den Ort gerufen wurde, dem hatte man gesagt, es bestehe möglicherweise Explosionsgefahr. Der musste sich verstecken hinter irgendeinem Hindernis, während andere dort ein- und ausgegangen sind. Der wurde dann irgendwann wieder weggeschickt. Es gab also keine richtige Todesfeststellung. Es war alles ein bisschen sehr merkwürdig. Zwei Leichen, Brandschutt. Überall Blut. Polizeidirektor Menzel entdeckt jedoch im Chaos sofort, dass hier eine Polizeipistole liegt. Nur er sieht sie. Das hieß, die hätte dort für alle sichtbar auf dem Küchenbereich gelegen. Wir haben uns also mehrfach Fotos angeschaut, auch stark vergrößert. Und wir haben diese Waffe nicht so ohne weiteres gefunden. Eines der vergrößerten Bilder der angeblichen Auffindesituation der Waffe. Die wem gehört? Also die Waffe, die ich auf den Tisch gesehen habe, das ist die Waffe Kiesewetter. Nun wird es kompliziert. Denn die Tatortgruppe birgt laut der Akten nicht Kiesewetters Waffe, sondern die ihres Kollegen. Dazu müssen die Polizisten aber über Leichen und durch Blut hindurch zur Duschkabine. Auch müsste es Fotos von Pistole und Leiche zusammengeben. Gibt es aber nicht. Dann lässt Michael Menzel das Wohnmobil mitsamt Leichen und Beweisstücken auch noch abtransportieren. Jeder, der auch nur ein bisschen ansatzweise Ahnung von Kriminaltechnik hat und von Ermittlungen nach einem solchen Ereignis, der sagt, nichts anfassen, lassen. Erstmal gucken, dass wir möglichst alles sichern, was wir sichern können, nicht bewegen. Michael Menzel ist aufgestiegen ins thüringische Innenministerium, raus aus dem Operativen. Er erinnert sich gerne an die Zeit in der SOKO. Dort arbeiten bereits nach einem Tag auch Beamte aus Baden-Württemberg mit. Sie übernehmen zentrale Aufgaben, so wie dieser Kriminaltechniker vom LKA Stuttgart. Worin bestand genau der Auftrag, was Sie dort untersuchen mussten? Ja, gucken, dass Sie alles richtig machen, in Anführungszeichen. Erstaunlich schnell füllen sich die weißen Wände von Menzels SOKO. Dazu trägt auch ein Haus in der Zwickauer Frühlingsstraße bei, wo das sogenannte NSU-Trio zuletzt gewohnt haben soll. Auch dort Brandschutt und jede Menge Beweise, ganz leicht zu erkennen. So wie Chapes T-Shirt, das genau über der Schublade mit dem dazu passenden Foto liegt. Auch die entwendeten Handschellen aus Heilbronn und die Mordwaffen finden sich. Mit dieser wurde Michel Kiesewetter in den Kopf geschossen. Aufnahmen des Bundeskriminalamts. Nun ist plötzlich die Rede davon, Michel Kiesewetter könne etwas mit ihren Mördern zu tun gehabt haben. Eine Beziehungstat, so heißt es, aus dem Innenausschuss des Bundestags, gut zwei Wochen nach dem Brand im Wohnmobil. Das, und so ist heute gesagt worden, es sich möglicherweise um eine Beziehungstat handelt. Das heißt, dass es vorher bereits irgendwelche Kontakte schon gab. Es war eben dort eine Hypothese, die das BKA hatte und die der Präsident, das nehme ich ihm überhaupt nicht übel, auch ein bisschen unter dem Druck des Innenausschusses, ja, was ist denn dran an der Sache, das passt doch hier alles nicht, dann zumindest mal eben
ja, skizziert hat. Ich habe ja selbst kein eigenes Erleben von diesen Handlungen. Ich muss mich auf das verlassen können, was mir da aufgeschrieben wird. Das wird geprüft, auch in der Hierarchie. Und ich weiß noch genau, dass das Ermittlungsunterlagen waren vom Regionalabschnitt in Thüringen. Teilweise auch Unterlagen, die auf das Jahr 2007 zurückgingen natürlich. Und das waren damals auch Ermittlungen der thüringischen Polizei, auch Erkenntnisse des thüringischen Verfassungsschutzes. Im Mittelpunkt der Gasthof zur Bergbahn in Oberweißbach-Lichtenhain. In dieser Gaststätte in Thüringen, die im familiären Umfeld von Frau Kiesewetter angemietet worden war, haben rechtsradikale Veranstaltungen stattgefunden. Frau Kiesewetter hat von 2001 bis 2003 direkt dieser Gaststätte gegenüber gewohnt. Der Stiefvater war nie Eigentümer oder Wirt des Gastes zur Bergbahn. Die Michelle hat nie in Lichtenhain gewohnt. Also Dinge wurden da erfunden, die jeglicher Grundlage entbehrt haben. Vielleicht waren doch gewisse, ich sage immer, die Kreise interessiert, diese Dinge, diesen Mord in die rechte Szene zu verlagern. Ob er dorthin gehört, weiß keiner. Für die SOKO unter Michael Menzels Führung ist nach kurzer Zeit alles klar. Feierlaune. Die weiteren Ermittlungen übernehmen Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt. Der hat nach kurzer Zeit auch ein Tatmotiv für den Mord. Die beiden Heilbronner Polizisten wurden nach dem bisherigen Ermittlungsstand deshalb zu Opfern der terroristischen Mörder, weil sie als Repräsentanten der wehrhaften Demokratie für die Verteidigung unserer Grundwerte einstanden. Zu jener Zeit bekommt der Stern ein Dokument zugespielt. Darin heißt es, auf der Theresienwiese sei eine Observation gescheitert, wegen einer Schießerei zwischen Neonazis und einer Polizeistreife. Observiert werden sollte demnach Mevlüt K., Terrorhelfer und V-Mann verschiedener Geheimdienste. Er lieferte 2007 der Sauerlandzelle Bombenzünder. Als den Terroristen später der Prozess gemacht wird, ist Ricarda Lang eine der Verteidigerinnen. Von einem Informanten erfährt sie, was wirklich auf der Theresienwiese passiert sein könnte. Im März 2017 ist sie im NSU-Ausschuss von Baden-Württemberg. Ich muss Sie am Anfang mal einfach fragen, ob ich da von diesem Polizistenmord gehört hätte. Er will mir nur sagen, das war nicht diese Frau, sondern es wäre bei diesem Treffen, wie auch immer, um einen Waffendeal gegangen. Und unter anderem sei der amerikanische Geheimdienst vor Ort gewesen. Ich habe dann gar nicht weiter nachgefragt und er sagte, und im Übrigen auch noch, nicht nur der amerikanische Geheimdienst, sondern ein Türke, der für den türkischen Geheimdienst und für die Amerikaner arbeitet. Amerikanischer Geheimdienst, Neonazis, V-Leute und mittendrin eine 22-jährige Polizistin? Ende 2016 bekommt Rainer Nübel weitere Dokumente. Sie stammen von MAD und BND. Hier in ihrer Stuttgarter Außenstelle hatten sich die Amerikaner gemeldet. Man wolle reden, denn es gebe tatsächlich Hinweise auf eine Operation in Heilbronn. Die Deutschen aber lehnen ab. Es ist zu befürchten, dass es politisch nicht opportun ist, die gesamte Wahrheit der jeweiligen Fälle gelten zu lassen. Irritierendes auch in Thüringen. Vor dem Untersuchungsausschuss, dort muss Kiesewetters Onkel erscheinen. 2007, kurz nach dem Mord, sagte er den Heilbronner Ermittlern, die Tat könne etwas mit den Türkenmorden zu tun haben. Wie kam er darauf? 4 Jahre bevor der NSU und eine angebliche Verbindung zu Heilbronn überhaupt bekannt wurden. Wie groß muss der Zufall denn sein, wenn ein Täterduo sich in Zwickau entschließt, wir ermorden jetzt einen Polizeibeamten, fahren dazu 450 Kilometer quer durchs Land, suchen uns wahllos eine Streife aus und treffen unter über 200.000 Polizisten in Deutschland auf die Streife, wo das Opfer aus Thüringen stammt, der Patenonkel selber bei der Polizei ist, früher beim Staatsschutz war, mit dem Thüringer Heimatschutz zu tun hatte, eine Woche nach der Tat diese Spekulation äußert. Ist es Zufall? Vielleicht, aber es wäre ein sehr, sehr großer Zufall. Der Onkel hatte seine Nichte zu Observationen mitgenommen, so erzählt ihr Stiefvater den Heilbronner Ermittlern. Auch Anja Wittig erlebt, wie der mittlerweile in der Drogenfahndung eingesetzte Onkel privat im Neonazi-Umfeld ermittelt. Er hatte eine Kamera dabei und ging wirklich auch noch mehrere Meter Stück weit von mir weg und fotografierte dort das ehemalige Gasthaus Schwedenschanze und zumindest auch die Umgegend dazu. Warum, weshalb, hatte mir nicht erklärt. Zum Onkel gelingt kein Kontakt. Was sollten seine Observationen?
Könnten Sie mit dem Mord zu tun haben? Das könnte ein mögliches Motiv gewesen sein, dass man sich an ihm rächt, aber dann vielleicht nicht an ihm persönlich, sondern an seiner Nichte, die er eben auch gern gehabt hat. Wenige Monate vor ihrem Tod berichtet Michelle Kiesewetter ihrer Freundin von einem nächtlichen Zwischenfall am Ortseingang Oberweißbach. Sie war verstört. Ich hatte sie vorher so noch nicht erlebt. Und insbesondere war es ungewöhnlich, dass sie da nicht sagte, was dort war. Michelle Kiesewetter erzählt nur, dass mehrere Autos da gewesen seien und auch Polizei. Sie befürchtet dienstliche Konsequenzen, sagt aber nicht, worum es ging. Die NSU-Ausschüsse suchen Polizeiakten. Fündig werden sie nicht. Clemens Binninger war selbst Polizist. Zwei NSU-Ausschüsse hat er maßgeblich mitbestimmt. Der Fall Kiesewetter ist für ihn der Schlüsselfall der NSU-Aufklärung. Zur letzten Sitzung hat er Bundesanwalt Herbert Diemer geladen. Der führt die Anklage im NSU-Prozess in München. Dort heißt es, die Täter von Heilbronn seien Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Michelle Kiesewetter ein Zufallsopfer. Die blutverschmierten Männer der Heilbronner Zeugen passen nicht in das Bild der Generalbundesanwaltschaft. Wir gehen davon aus, dass Böhnhardt und Mundlos vor Ort den Anschlag auf die beiden Polizeibeamten verübt haben und dass es keine ortskundigen oder vor Ort lebenden weiteren Beteiligten gibt. Beate Zschäpe bestätigt ihren Ankläger. Mundlos und Böhnhardt sei es um die Waffen der Polizisten gegangen. Eine Jogginghose gefunden in Zwickau. Darin Taschentücher mit der DNA von Mundlos. Darauf Blut von Michelle Kiesewetter. Angeblich ein eindeutiger Tatbeweis. Ob es der Schütze war, ist nach einem Gutachten völlig offen. Der Gutachter sagt, aufgrund der Höhe der Blutspritzer ist es eher wahrscheinlich, dass diese Person, die diese Hose getragen hat, nicht der Schütze selber war, sondern nur im Nahbereich des Schützen stand. Dann aber wären es mindestens drei Täter. Beim BKA braucht man einen Schraubenzieher, um den Pistolengurt so abzureißen, wie es der Täter gemacht haben muss. An den Opfern wurde gezerrt und gezogen. Auch das stellt die Polizei nach. Doch warum finden sich dann keinerlei DNA-Spuren von Mundlos und Böhnhardt? Stattdessen aber die mehrerer anderer Personen, darunter auch Polizisten, die nicht zu den Ermittlern am Tatort gehörten. Nach Bundesanwalt Herbert Diemer brauche es keine DNA. Man habe schließlich genügend andere überzeugende Beweise. Man will auf keinen Fall Hinweise, dass es eben möglicherweise mehr wie zwei Täter waren, sechs Täter möglicherweise in Heilbronn, das vertiefen. Warum, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann nur vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass dann natürlich auch alle anderen Ermittlungen vollkommen neu auf den Prüfstand gestellt werden müssten und vielleicht sogar die ganze These, was dieses NSU-Trio anbetrifft, im Grunde genommen hinfällig werden würde. Also wenn Heilbronn kippt, dann kippt das ganze NSU-Verfahren. Und wenn das ganze NSU-Verfahren kippt, dann haben wir tatsächlich ein rechtsstaatliches Problem. Moser ist mein Name. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? Ich bin Journalist. Ich habe Sie erlebt. Der Journalist Thomas Moser versucht weiterhin, mit den Zeugen von Heilbronn zu sprechen. Mit zunehmend weniger Erfolg. Das erleben wir jetzt wiederholt, dass Zeugen eingeschüchtert sind, dass sie nicht mit Journalisten reden wollen. Es gibt Zeugen, denen wurde von der Polizei gesagt, trefft euch nicht mit Journalisten, redet nicht mit Journalisten. Es gibt einen Zeuge, der zu mir gesagt hat, er verfolgt das alles ganz genau, was in den Medien steht. Und er hat auch mitbekommen, dass es tote NSU-Zeugen gibt. Stuttgart, September 2013. Das ist das Auto eines NSU-Zeugen. Florian Heilig sollte an diesem Tag beim LKA zum Mord an Michelle Kiesewetter aussagen. Der Zeuge stirbt mit 21. Den Eltern teilt die Polizei nach nur wenigen Stunden mit, es sei Selbstmord aus Liebeskummer gewesen. Er hat immer gesagt, er weiß, wer sie umgebracht hat. Und, ich habe oft versucht, dass er uns dann sagt. Aber er hat immer gesagt, das ist eine Sache, wenn wir das wissen oder so, dann sind wir auch in Lebensgefahr. Was wusste Florian Heilig? Er war ausgestiegen aus einer Szene, in der es um Waffen ging, auch um andere Kriminalität. Drogen? Ist das die Verbindung zum Fall Kiesewetter? Er hatte zwei Handys, wurde dann auf dem anderen angerufen und dann ist er davon gegangen. Und er hat es ja selber gesagt.
Er war als Kurier tätig. Warum sprach die Polizei sofort von einem Selbstmord aus Liebeskummer? Schmerzende Fragen der Eltern. Warum sollte das ausgebrannte Auto mitsamt all der möglichen Beweisstücke so auffallend schnell verschrottet werden? Mittlerweile gibt es mehrere tote NSU-Zeugen. Also es ist natürlich, muss man schon sagen, merkwürdig, dass ausgesprochen, wenn wir Leute vorhaben zu vernehmen oder vernommen haben oder bei uns im Ausschuss waren, dass die Leute sterben. Das muss man einfach sagen, das ist auffällig. In einem Dorf bei Heilbronn lebte die Ex-Freundin von Florian Heilig. Sie sollte über sein Wissen im Fall Kiesewetter aussagen. Wir sind hier vor einem Haus, in dem zwei Menschen gewohnt haben, die nicht mehr am Leben sind. Zwei junge Menschen, die Frau war 20 Jahre alt, 21 etwa, der Mann 31. Melissa M. sagt im März 2015 aus, kommt mit Sascha, ihrem neuen Freund. Wir haben das nicht öffentlich gemacht, wir haben sie auch abgeholt, weil sie da panische Angst hatte, sie konnte das gar nicht erklären. Der Ausschuss vernimmt in geheimer Sitzung. Wenige Wochen später stürzt Melissa mit ihrem Motorrad. Einen kleinen blauen Fleck postet sie noch, dann stirbt sie. Die Obduktion spricht von einer Lungenembolie. Knapp ein Jahr später ist auch Sascha tot. Suizid, so die Polizei. Er berichtete einem Nachbarn zuvor von Bedrohungen gegen Melissa. Sie hat irgendwie über Handy Nachrichten gekriegt, aber komischerweise, das war komisch, vom Ausland, von Dänemark oder was, ich glaube Dänemark hat er erwähnt. Und was stand in den Nachrichten? Ja, dass die halt mitgekriegt haben, dass sie in Stuttgart ausgesagt hat. Ne? Dass sie also danach wurde sie besorgt? Danach ausgesagt hat. Und dass sie jetzt aufpassen muss um ihr Leben, ne? War sie. Ja? Als der Ministerpräsident 2007 wenige Tage nach der Tat einen Trauerkranz niederlegt, weiß man nicht, wer Michelle Kiesewetter erschossen hat. Heute auch nicht. Immer mehr Fragen gibt es. Mehr Fragen als Antworten. Dann entdecken wir auch noch auf altem Archivmaterial das Kürzel NSU, direkt am Tatort. Damals war es noch unbekannt. Wir zeigen die Aufnahmen dem Anwalt der Nebenklage Yavuz Narin. Ist es wieder einer dieser Zufälle? Dass hier natürlich NSU auf der Wand steht, am Tatort, ist natürlich schon etwas Bemerkenswertes. NSU kann natürlich in dem Kontext Heilbronn auch Neckarsulm bedeuten. Es wäre aber schon äußerst frappierend. Yavuz Narin will die Sache untersuchen. Viel Zeit bleibt ihm nicht. Das Gericht will im NSU-Prozess das Urteil sprechen. Und die einstigen Kollegen von Michelle Kiesewetter, was wissen die? Gegenüber der Pastorin machten einige bereits bei der Beerdigung rätselhafte Andeutungen. Dass sie schon damals also eigentlich schon Vermutungen geäußert haben, gesagt haben, also dass es entsteht der Eindruck, das geht in Kreise hinein, das wird nie aufgeklärt werden, weil es nicht aufgeklärt werden soll. Bei der Beerdigung wird ein Lied gespielt, das Michelle Kiesewetter gefiel. Darin heißt es: Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Ich denke, dass eben bestimmte Personen offenkundig Michelle Kiesewetter schulden, dass man diese Fragen aufklärt. Und die Menschen, die insoweit angesprochen sind, wissen sehr gut, wer sie sind.